Moin, moin, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Planet Zoo. Jedes Mal, wenn ihr eine neue Folge einschaltet, hat sich hier plötzlich was verändert. Sowas aber auch. Das liegt daran, dass ich manche Sachen wirklich außerhalb der Aufnahme mache, einfach weil sie zu lange dauern. Oder weil ich gerade einfach die Aufnahme beendet habe und mir dann doch noch irgendwie hier und da ein paar Sachen aufgefallen sind, die ich dann noch schnell ändern wollte. So. Was kennt ihr? Hier hat sich nichts verändert. Mein Tapir-Nachwuchs, den habe ich freigelassen tatsächlich, weil das Gehege für drei Tapire doch zu klein ist. Da müssen wir uns vielleicht nochmal irgendwas einfallen lassen. Ich habe hier einen kleinen Teich erstellt. Den Hecke weiß ich noch nicht, ob ich die lassen soll. Und das hier. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht könnt ihr mir da ja ein paar Sachen in die Kommentare hauen. Ich habe ein Dach gemalt, ich habe es ein bisschen eingefärbt, ein bisschen dekoriert. Hier sind so ein paar drei Tiere drauf. Ja, wenn man reingeht, ich glaub, man kann das jetzt so einigermaßen gut simulieren. Hier ist ein schönes Geländer. Und hier habe ich jetzt sechs Vivarien. Ja, dann ist noch theoretisch Platz für zwei oder ich baue da in die Ecken was anderes hin. Ich habe hier noch meine grünen Leguane, meine Skorpione müssen das sein, genau. Meine Wüstenskorpione. Und auf der anderen Seite immer noch die Spinnen und die Schlangen. Bei den Spinnen. Leute, da gab es ein Drama. Ich habe gesehen, oder kann man jetzt immer noch sehen, was ich hier alles für Tiere habe. Guckt euch das mal an. Wie viele Spinnen habe ich am Anfang geholt? Zwei oder drei? Die vermehren sich ja wie die Karnickel. Deswegen habe ich die meisten auch ins Handelszentrum gesteckt. Erstmal damit das Vivarium nicht so voll ist. Die waren alle unglücklich, weil da tausende von Spinnen drin waren. Bei den Schlangen genau das gleiche. Vielleicht muss ich die auch einfach mal mit Pillen versorgen, dass sie sich nicht vermehren. Na, jedenfalls hier ein Geländer. Im Optimalfall hier rein, da raus. Da halten sich die Leute leider nicht dran. Ja, und es ist halt von der einen Seite nicht ganz so schön oder von drei Seiten nicht ganz so schön. Mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob das bleiben soll. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare hauen, was ihr davon haltet. Hier kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Pflanzen hin und ein bisschen Deko und sowas. Das kommt später. So. Wir haben inzwischen 36.000 Dollar. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben im Prinzip wieder Zeit für neue Tiere. Eigentlich wollte ich auch so ein bisschen den Eingangsbereich anpassen, dass die Leute nicht herauskommen und direkt schon mitten im Zoo sind, sondern einfach, dass nur so eine kleine Halle, wo so Informationsstände sind, wo die sich schon was zu essen nehmen können, wo die auf Toilette gehen können. Na, und dann, wenn es weitergeht, vielleicht in Themenbereiche aufteilen. Tropen, Wüste. Wo dann erst die Gehege anfangen. Das ist langfristig gesehen mein Plan. Kurzfristig gesehen nicht. Kurzfristig gesehen würde ich jetzt gerne mal in den Tierhandel gucken. Schauen, was man hier findet. Gorilla. Wie wäre es denn mit einem schönen Gorilla-Gehege? Sollen wir Flusspferde nehmen? Wir gucken mal. Die haben aber auch nicht so gute Stats. 3 bis 30. Ein Männchen bis zu 29 Weibchen. Ja, hier. Quadratmeter. Okay, ich nehme das schon mal als Favoriten. Und jetzt brauchen wir noch ein Männchen. Nee. Nur den hier. Wir kaufen die einfach. Komm. Aufnehmen. Aufnehmen. So. Haben wir schon mal zwei Flusspferde.
Wie gehen wir weiter vor? Flusspferde brauchen natürlich viel Wasser. Es ist Zeit für ein neues Zeitraffer. Ich habe als allererstes erstmal versucht, so ein bisschen die Wegeführung zu platzieren, damit ich eine ungefähre Ahnung habe, wie und wo ich das Gehege platzieren kann. Hab dann hier meinen ersten Umriss gestaltet. Der Tür, damit ich sehen kann, wie groß das ist. Das Ganze hat ungefähr 2.500 Quadratmeter. Ich habe mir damals gedacht, das reicht locker. Also habe ich angefangen, das schön das Gelände abzusenken und einen Weg drüber zu führen, damit die Gäste auch von oben gucken können. Habe dann versucht, die Barriere einmal drumherum zu führen, was an diesem Weg Endung natürlich nicht so ganz gepasst hat. Da habe ich mir überlegt, dass ich das vielleicht mit diesen unsichtbaren Barrieren behindern kann, dass sie da ausbrechen können. So, holen wir erstmal die Tiere rein. Zack, ein neues Tier ist im Zoo angekommen. Kura, da haben wir sie. Ist natürlich noch übelst unzufrieden. Kann ich verstehen. In diesem Gehege wird sich noch so viel ändern. Tja, und das wird jetzt schon geändert, liebe Freunde. Das mit dem Weg und dieser komischen Brücke hat mir nicht so ganz gefallen, deswegen reiße ich hier nochmal Teile der Barriere ab. Erziele so ein bisschen neu, sodass die Brücke über die Barriere laufen kann. Ich da auf jeden Fall keine Ausbruchmöglichkeiten habe. So. So war ich einigermaßen zufrieden. Hab dann das erste Mal Wasser reingefüllt und diese eine kleine Insel in die Mitte des Sees sozusagen. Bis ich gesehen habe, verdammt, die Landfläche ist ja viel zu klein. Das, was in Zoopedia steht, ist wahrscheinlich immer nur die Landmasse, die die Tiere brauchen. Das heißt, mein Gehege ist viel zu klein. Entweder habe ich zu wenig Wasser oder zu wenig Land. Deswegen reiße ich den Weg ab. Habe versucht, noch eine Brücke zu erstellen. Leider war die Barriere da mal ein bisschen weg. Der Weg wollte immer an die Barriere andocken. Deswegen muss ich die hier auch teilweise löschen. Dann habe ich mir überlegt, dass ich mal einen Fluss unter diese Brücke ziehe, wo das Gehege auf der anderen Seite weiterläuft. Ist ein bisschen nervig, man muss das Wasser erst wieder aus dem Gehege entfernen, damit man das Geländetool wieder verwenden kann. So, das ist immer noch zu klein, deswegen baue ich hier nochmal an. Und an dieser Seite auch nochmal. Bis beides grün ist, genug Wasser, genug Landmasse. Jetzt kommt so ein bisschen das Gelände. Das ganze Gras muss weg. Dafür muss ein bisschen mehr Felsen rein. Und jetzt habe ich mich schon an die Bepflanzung gemacht. Was gar nicht so einfach war, weil die Auswahl nicht so groß war an Pflanzen, die sie mögen. Ich habe mir einfach in der Mitte so einen Baum platziert. Und bin mal alles ein bisschen durchgegangen, was gut aussehen könnte. Bei der Bepflanzung tut mich immer ein bisschen schwierig. So also ein bisschen Elefantengras ans Wasser. Ich denke, das passt da ganz gut hin. Ein bisschen Schilf dazwischen, schadet nicht. Hier kommt auch noch ein bisschen was hin. Ist mal lustig mit anzusehen, wie konzentriert ich auf den Bildschirm gucke beim Bauen. Ich muss hier das Gelände noch ein bisschen abflachen, weil das meiner Meinung nach doch ein bisschen zu steil ist. Die Flusspferde sollen ja auch die Möglichkeit haben, an Land zu gehen. Zwischendurch mal ein paar Steine. Jetzt kommt der spannende Teil. Wollte einen Unterschlupf für die beiden Tiere bauen.
aus einer Höhle, wo die direkt vom Wasser in die Höhle schwimmen können, um dort zu rasten oder zu schlafen, zu essen, was auch immer. Das war auch gar nicht so einfach, weil ich das erste Mal gemacht habe. Aber mit ein paar Handgriffen ging das dann doch einigermaßen. Ein paar Schlafplätze rein und es auch gemütlich haben. Dann habe ich an dieser Ecke die Barriere noch ein bisschen erweitert. Habe ein paar Steine hier einfach an die Höhle geklatscht. Hab mir gedacht, dass das vielleicht ein bisschen, ja, nicht natürlicher aussieht, aber so ein bisschen. Dass da einfach so ein kleiner Hintergedanke steckt, ne? Dass die Steine so ein bisschen die Höhle halten sollen. Ja, ein bisschen Elefantengras, ein paar Brennnesseln. Ein Baum. Ob das letztendlich alles so bleibt, das kann ich gar nicht sagen. Ich werde wahrscheinlich immer wieder irgendwas ändern, sobald mich die Muse küsst. Ja, noch ein bisschen Schilfhalm. Jetzt habe ich den beiden Tierchen noch einen zweiten Unterschlupf gegönnt, weil sie mit der Höhle alleine nicht zufrieden waren. Habe ich mich hier einfach für so eine billige Holzkonstruktion entschieden. Das wird ihr schon genügen. Als die Wände dann das Dach. Dieses mittlere Dachstück, das wollte da eigentlich einfach nicht dran heften. Ich weiß nicht, woran das lag. Irgendwann ging es dann doch auf einmal. Ein kleines Problem gab es noch hier bei diesem Giebel. Aber auch das hat mich nicht aufgehalten. So, Leute. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert. Also ich habe jetzt eine Stunde knapp aufgenommen. Was sagt ihr? Größenverhältnis ist natürlich nicht zu vergleichen mit unserem kleinen Tapirgehege. Na, also die Leute können hier einmal rumgehen. Zusätzlich einmal hier rüber. Mit Glück können sie dann von hier aus in die Höhle gucken. Haben hier zwei Unterschlüpfe. Es ist noch nicht fertig. So viel kann ich sagen. Ne? Hier müssen noch Glaswände hin, damit die Leute durchgucken können. Die ganze Gestaltung hier ist noch. Das dauert alles noch ein bisschen. Vielleicht mache ich die Feinheiten auch wieder außerhalb der Aufnahme, das muss ich mal schauen. Ne? Und das ja auch. Das ist alles noch im Rohbau, Leute. Beurteilt mich nicht, falls es euch nicht gefällt. Ansonsten könnt ihr auch gerne Verbesserungstipps geben. Ich bin ja auch noch nicht so krass in diesem Spiel. Die ganzen Mechaniken und sowas muss ich auch noch alle lernen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Aktuell machen unsere Flusspferde ja einen ganz zufriedenen Eindruck aus der Lebensqualität, aber da habe ich ja auch noch nichts gekauft. Ich muss auch noch ein Zoobetter dem Gehege zuweisen oder noch eine Zoohütte bauen oder hier noch einen Weg hinführen. Das machen wir alles nächstes Mal. Lasst ein Like da, gerne auch ein Abo. Bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Aha. Euch verarscht. Nee, ich habe beim Schneiden einfach gesehen, dass die Folge so kurz ist. Die war nur 14 Minuten lang, deswegen dachte ich mir, komm, komm, stell dich nicht so an, mach weiter. Ja? Deswegen.
Machen wir jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, nicht viel, einfach nur so ein bisschen. Alles, was wir jetzt haben, haben wir und müssen das später nicht machen. Deswegen würde ich vorschlagen, mal einfach machen. Einfach machen. So, dann fangen wir mit diesem Ding an. Die Tür. Kommt mal hier hin. Oder? Oder hier? Wo kommt die Tür hin? Oder hier hinten? Die soll ja am besten nah von den Gästen sein, ne? Vielleicht habe ich jetzt auch alles hier falsch geplant. Gäste können hier lang laufen. Vielleicht auch irgendwann mal hier lang. Hier. Und dann hier eine neue Hütte bauen. Jetzt geht's schon los, ne? Hier hinten soll ja eigentlich so ein bisschen der Rückzugsort sein. Also eine Tür ist ja nichts, ist ja nicht schlimm. Ich lasse sie erstmal da. Ja. So. Aber ich mache das ein bisschen weiter vom Weg weg. So. Warum sieht das hier so aus, wie es hier aussieht? Da muss ich auch was machen. Kann ich das machen, wenn da schon die Tür drauf steht? Nee. Kann ich nicht. Deswegen. Barrieren. Machen wir dich nochmal weg. Ein Tier ist es kommen. Hier ist gar kein Tier entkommen, Leute. Ich habe alles unter Kontrolle. Gelände. Ich muss ihn auch noch mal wegnehmen. So. Leute, es ist alles in Ordnung. Die Barriere ist auch nicht richtig. Die wahrscheinlich auch nicht. Okay. Zack. Nein, soll nicht so. Bisschen rundhalten das Ganze. Hier so hin. Ja, wichtige Meldung. Erfordert Aufmerksamkeit. Ist mir gerade egal. So. Muss ich irgendwie wieder hier durchkommen. So. Machen wir eine Tür rein. Geht nicht, ne? Geht nicht. Nicht so. Nicht den ganzen Zaun. Gelände ist so uneben. Wo ist das denn uneben? Meint er dieses Stück hier? So. Ach Leute, hätte ich gewusst, dass sich das jetzt wieder so aufhält hier. Da muss doch erstmal eine Tür hinpassen. Gelände ist so uneben. Ihr Leute, ihr wollt mich doch verarschen hier. Vielleicht ist die Landmasse wieder zu klein. So uneben. Hier ist nichts so uneben.
War es nicht gerade blau? Ich verstehe es nicht. Da muss so eine Tür reinpassen. Gelände ist zu uneben zum Platzieren. Ach, da geht's. Vergiss es. Das machen wir außerhalb der Aufnahme. Die Frage ist, wo machen wir Glasfenster rein? Hier schon? So. Wollen wir ein Glas? Haben wir überhaupt Glas? Glas, Schienenschleuse, Beton, da. Glas. Hier können Sie von oben gucken. Hier können Sie auch von oben gucken. Okay. Wir müssen eine Tür machen. Ich mache es erstmal dahin. So. Drauf gesch. Ne? Schlusspferde. Die brauchen erstmal einen voller Topf. Machen wir es erstmal dahin. Kleine Wasserleitung. Dann gibt es hier hinten noch mal was zu fressen. So. Rückzugsmöglichkeiten haben Sie. Und hier so ein paar Spielsachen. Können Sie auch haben. Ah, okay, das ist so ein Sprinkler. Den können Sie hier in der Mitte haben, ne? So. Viele denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Das denke ich aber auch. Leute, was ist denn hier los? Dann mache ich jetzt erst noch Folgendes. Ich hole mir einen zusätzlichen Tierpfleger. Zack. Mach einen Arbeitsbereich. Neuer Arbeitsbereich. Zack. Zack. Mitarbeiterraum. Und dann den ganzen Lüt. Plus werde. Okay. Kein Arbeitsbereich, bloß Pferde. So, und jetzt könnt ihr hier mal so langsam, ne? Das wäre auch blöd. Jetzt muss er da rein, hier lang gehen, um da das Futter hinzustellen. Dabei ist hier doch super Platz für eine Tür. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich mache das Wasser raus. Tut mir leid. Wir retten das Ganze hier ein bisschen. So. Ich check's nicht. Oder was ist denn hier überhaupt? Was ist denn sein Problem? Was ist denn hier? Drücken? Ne, ich will auf Fundamenthöhe abflachen. So, dass hier alles eine Höhe hat. Das ist doch das, was ich möchte. Jetzt will ich, dass du deine Tür platzierst. Mehrere. Ach so. Geht nicht, weil hier schon ein Eingang ist. Dann fliegst du ihm raus. Hier sind, komm, Leute. Gelände ist zu uneben. Oder ein bisschen Loch, sag mal. Ist der echt ein Loch?
Ist das der Grund? Nee. Wieso erlaubt mir dieses Spiel nicht einfach eine Tür hier hinzusetzen? Wieso geht das nicht? Gelände ist zu uneben. Nein! Ist es nicht. Sie falsch rum. Das Gelände ist nicht zu uneben. Das braucht mir das Spiel gar nicht versuchen zu erklären. Begreif das nicht, Freunde. Ich begreife das nicht. Sieht es so aus, als wäre hier irgendwie. Eine Delle im Boden oder was? Das ist doch hier. Was ist das denn? Da ist so eine Delle drinne. Ich nicht ausbessern kann. Was soll der Quatsch denn? Versuche ich mal zu glätten, den Scheiß. Glätten ist zu uneben. So. Wieso ist denn da so ein Loch im Boden? Ne? Ihr wisst, was ich meine. Da. Was ist das hier für ein Loch? Was soll das? Wie kriege ich das weg? Glätten? Ist immer wieder diese blöde. Machen wir es erstmal nach oben. Vielleicht muss es ja erstmal nach oben, damit es nach unten gehen kann. Ne, es ist immer noch da. Leute, wenn ihr einen Tipp habt, wie ich dieses Loch hier im Boden beseitigen kann, lasst es mich gerne wissen. Auf Oberfläche abflachen. Aber ich. So. Leute. Es hat funktioniert, aber hier ist ja immer noch die Stelle im Boden, ne? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich für diesen ganzen Quatsch auch schon wieder 20 Minuten gebraucht. Gebraucht. Machen wir noch schnell Bildungseinrichtung. Ja, einmal hier sowas, dann kommt hier dann noch ein Lautsprecher hin. Zack. Kann ich hier noch nichts einfügen? Okay. Ich lasse das mal laufen. Na? Damit die Leute hier Futter kriegen. Wer ist der denn? Sucht eine Picknickbank. Dreh dich um, da hast du welche. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier geht gerade alles den Bach runter. Ich muss mich jetzt erstmal um ein paar Sachen kümmern. Haut rein. Schönen Abend noch. Ciao.